Servus und willkommen zu einer neuen Folge C-Block in Factorio. So, wir haben da das letzte Mal ein bisschen rumgespielt. Ich habe jetzt mal alles schon mal ein bisschen abgerissen. Ich habe hinten schon mal ein bisschen Land aufgeschüttet und das nach oben verlegt. Und ich habe noch die restlichen Materialien, was ich hatte, an dem Zeug da oben durchgejagt und habe mir jetzt noch irgendwas gegeben. Das heißt, wenn jetzt wir irgendwann nichts mehr haben an Material, dann nehmen wir in den Arsch treten. So, die produzieren auch nicht mehr, weil die Tanks mittlerweile auch voll sind. Ist natürlich hervorragend. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt dann auch die Abnehmer dafür. Das heißt, wir wollen ja eigentlich Mineralsludge herstellen. Und Mineralsludge stellt man her entweder über Slag Slurry. Nee, das kann ich mir noch nicht leisten. Über Crystal Slurry, das kann ich mir auch noch nicht leisten. Okay, das könnte ich mir leisten. Ja, das ist aber dasselbe. Nur andersrum. Oder? Das ist Purified Water und Slag Slurry. Und das ist Slag Slurry und Purified. Top! Supi! Okay, also das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes Slag Slurry. Ich habe immer gedacht, das war das dreckige Wasser, das ich runterdrosseln kann. Aber wie es aussieht, nein. Also das heißt, jetzt brauche ich Slag und Sulfuric Acid. Jetzt muss ich mal schnell bei mir hier gucken, wo ich das hier vorgesehen habe. Und zwar genau, ich habe gesagt, im Liquifier braucht er 372 davon und das da. Und das kommt aus... Sulfuric Acid. Und dem da, und wo kommt das Sulfuric Acid her? Das kommt in Advanced Chemical Plant. Was? Im Chemical Plant kommt es her. Advanced habe ich noch nicht. Bitte, danke. Auch hier ist es so. Ich habe doch nur die erste Variante. Ich hätte sie gerne, aber habe ich nicht. Okay. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen dann im... Da brauche ich Purified Water und Sulfur-Dioxid-Gas. Und Sulfur-Dioxid-Gas... Haha, ich brauche erstmal die Schwefelproduktion. Ja. Und Schwefel mache ich mit Hydrogensulfidgas. Und das, ha, ich habe doch gewusst, irgendwo brauche ich diese Washing Plants. Hervorragend. Ich sehe jetzt nur gerade irgendwie schon Platzprobleme auf mich zustoßen. So, mittlerweile habe ich auch rausgefunden, wie ich hier unten mit meinen Tastenkombinationen rumspielen kann. Also sozusagen mit die obere Taste ist die aktive. Für diejenigen, wo es genauso doof sind wie ich, die wo es noch nicht wissen oder gewusst haben. Die obere ist die aktive. Also das heißt, wenn ich jetzt hier die 6 drücke, dann habe ich auch die Kiste. 7 und so weiter. Und das kann ich dann mit X umschalten. Und mit Shift kann ich die aktive Leiste umschalten. Wir kennen es ja, wir haben es ja von 1 bis 9, bis 0. Ja, jetzt kann ich Shift 0 machen, dann habe ich meine Baupläne und so weiter und so fort. Ist für mich auf jeden Fall schon mal wichtig. Dann habe ich noch einen Mod hinzugefügt. Da habe ich ja drüber geredet und der heißt Merging Chest und Merging Chest All. Die zwei habe ich hinzugefügt. Dafür gibt es hier auch unten ein Symbol. Und das ist ein Kistenverbinder. Das heißt jetzt, wir machen mal das Beispiel. Das machen wir mit beiden. Dann sehen wir auch, ob es
angenehm ist. Also so, momentan ist jede Kiste, sind es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Am besten steht es auch drauf. Ja, es steht auch drauf. Ohne hätte ich zählen müssen. Also das sind 16 und 16, das wären 32 zusammen. Und das sind 32 und 32, wären 64 zusammen. So, jetzt gehe ich einfach hin und markiere mir diese zwei Kisten. Die schauen jetzt zwar aus wie Stahlkisten, sind sie aber hoffentlich nicht. Und dasselbe machen wir auch hier. So, und jetzt steht ja dort Wooden Chest. Ne? Wir haben ja gesagt 32. Und da haben wir gesagt 32, 32 werden 64. Und ist auch so. So, jetzt könnte ich sogar noch hingehen, soweit ich das, glaube ich, verstanden habe. Ah, okay, das geht nicht. Beziehungsweise muss ich testen, ob es geht. Man kann es ja auch abbauen und ihr seht, es kommen unten wieder die Eisenkisten dazu. Und wenn ich jetzt die verbinde, doch, dann macht er ein Lagerhaus draus. Aber es müssen auch wirklich Kisten sein. Jetzt ist es ein Iron Warehouse. Und kann ich auch wieder abbauen. Und hat 128. Also finde ich ganz intelligent den Mod. Darum habe ich ihn auch benutzt. Oder dann benutze ich ihn jetzt auch. Das heißt, wir können nämlich dann auch so Doppelkisten hinsetzen. Und sagen, okay, in dem tust du rein, in dem tust du raus. So. 11.000 hast noch, das heißt, du produzierst noch. So, jetzt habe ich wieder lauter Quatschen vergessen, was ich machen wollte. So halb. Genau, mein Problem ist jetzt die Landgewinnung. Das heißt, ich gebe mir mal 1, 2, 3, 4, 5 und ich mache mal wieder 100 Land. Wo ich schon mittlerweile erschrocken bin, ist, wie gut, dass ich mittlerweile weiß, wo was ist. So, apropos weiß, wo was ist, da gehört auch mal was rein. Momentan produziere ich lieber Land. Weil ich möchte ja eigentlich, das ist jetzt meine Krux. Ich hätte ja gerne, dass ich meine Electrolyzer hier noch auch noch mal aufbaue. Weil ich brauche hier auch dieses Sludge. So, aber ich brauche auch nochmal dieses Wasser. Ja, das heißt ja, ich brauche, jetzt gehen wir mal auf Shift 9. Die habe ich noch nicht gebaut, ne? Das müsste jetzt eigentlich, also ich brauche auf jeden Fall eine Seafloor Pump. Die baue ich auf jeden Fall schon mal als allererstes. Genau, und jetzt brauche ich dann die Washing Plants und für die Washing Plants brauche ich Ziegelsteine und die habe ich nicht mehr. Ich habe noch 5. Gut, dass ich vorhin den Ofen abgebaut habe, aber den stellen wir jetzt einfach mal hier hin, da ein bisschen rein und gib mir Stein. Das ist nämlich auch noch, was wir machen müssen. Wir müssen ja eine gute Aufteilung machen für eine ausgeglichene Produktion von Stein. Wobei ich mir momentan nicht sicher bin, ob ich mir nicht dann nochmal das da aufbaue für jeden Einzelnen. Also darum auch jetzt hier eventuell den Sludge hinsetzen. Das heißt, ich muss hier rauf. Oh Gott, das wird so am Land scheitern. Das glaubt ihr gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich will immer 100 Stück machen momentan. So, das heißt jetzt, ich brauche aus der Abteilung, brauche ich jetzt wenigstens eine Washing Plant. Und der muss mir mehr Stein produzieren. Okay, das muss ich auch noch verbessern. Und vor allem, ich muss mir ja was überlegen, falls ich davon mehr brauche. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall auch nochmal so ein Drei-Rollen-System nach oben. Wie hier. Das schaut schon aus wie Katastrophe.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das sogar sauber strukturiert. Ja, also das ist Wasser, Hydrogen und Oxygen. Und dann kommt hier jetzt dann, hätte ich gesagt, Purified Water, Mud Water. Und hast du nicht gesehen nach oben? Genau, vor allem hast du nicht gesehen. Nee, aber dann könnte ich halt sozusagen hier auch nochmal Chemical Plants hinsetzen. Und gehe halt dann eventuell hoch. Dann machen wir halt 5 rein. Ist ja egal. Genau, wir haben ja so viel Land übrig. So, das heißt jetzt, die Washing Plant setze ich erstmal hier hin. Das heißt jetzt genau, ich kann jetzt hier Heavy Mud Water herstellen. Und das ist, glaube ich, das. Nein, das ist das Falsche. Und das wollen wir ja hier machen, ne? Wir brauchen Heavy Mud Water. Dann haben wir auch noch Mud. Heavy Mud und Hydrogensulfidgas. Und das brauchen wir dann im Chemical Plant. Track U-Taste drücken. Habe ich aber auch nachgeguckt. So, okay, und dann heißt es jetzt eigentlich, du magst dann Schwefel. Genau. Das heißt, du kommst dann Hydrogensulfidgas. Genau. Ne, was hier rauskommt. Und gibst das weiter. Aber jetzt muss ich halt mir nur überlegen, wie ich das jetzt mit den Rohren mache. Aber ich hätte gesagt, hier geht einmal die. Nee, es ist scheißegal. Dann lege ich jetzt mir einfach mal hier 5 Rohre hin. Nein, ich mache 4. Die kriege ich auch dann darunter. Genau. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir auf jeden Fall das Washing Plant. Und das Washing Plant kommt auch ab hierhin. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf die Shift 1 und mache hier nochmal Strom rein. Und dann muss ich das drehen. Okay, dann heißt es hier, wir packen hier mal Wasser dazu. Genau, ha. Aufpassen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein weiteres Pipe-System. Das heißt, wir müssen jetzt Land gehen. Gehen. Kleiner gehen. So, jetzt muss ich halt das peu à peu machen. So, das heißt jetzt für mich, wir haben ja jetzt einmal die Schlammpumpe, die kommt jetzt dann. Ha. So, jetzt ist natürlich mein Problem, dass das jetzt auch stört. Das heißt, meine Wasserpumpe kommt jetzt hier hin und verbinde ich gleich wieder. Und jetzt kommen dann auch gleich meine Dreckwasser oder Schlammwasser oder wie auch immer. Und das setzen wir jetzt hier hin. So, dann brauche ich bitte 2 T-Stücke. Und es muss immer der, wo seitlich kommt, muss runter. So, dann machen wir erstmal eine Kurve. So, jetzt heißt, der hat jetzt schon mal Mud Water.
Und der hat jetzt schon mal Heavy Mud Water. So, jetzt ist die Frage, Steuerung Shift R, kann ich hier was umstellen? Ja, kann ich. Das ist sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt... Das soll nach oben gehen. Jetzt ist nur die Frage, macht es überhaupt Sinn, das schon in andere weiter zu verarbeiten? Ich hätte jetzt mal gesagt, ich baue mal jetzt noch ein zweites Washing Plant. Momentan habe ich ja, glaube ich, den Strom übrig. Okay, man darf halt nicht vergessen, da produziere ich nichts. Aber ich habe ja auch noch ein Update für die Pumpen oben. Das können wir ja auch noch mit verwenden. So. Dann heißt es jetzt für mich, dass Washing Plant hinsetzen. Und jetzt machst du aus dem da das da. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, jetzt muss ich gucken. Von unten kommt das Dreckwasser. Wir gehen wieder auf den da. Dann gehst du gleich mit nach oben. Okay, haha. Ich brauche auf jeden Fall auch Wasser. Dann hätte ich gesagt, dann stelle ich das jetzt komplett um. Jetzt muss ich nur nachgucken, wie... Ich habe nicht alle Tasten im Kopf. Tut mir leid, dass ich das nicht habe. Wir brauchen verschiedene Mods. Fluid Permutations, genau. I was. Okay. So, das heißt jetzt Steuerung Shift I kann ich jetzt auch ändern. So, dann heißt es jetzt, die da sind falsch. Und die da sind auch falsch. Denn wir möchten jetzt das T-Stück hier hinsetzen. Du komm her. Und das T möchten wir H. Das ist jetzt... Nein, das ist kein Problem. Wir brauchen ein Kreuz. Und das Kreuz kriegen wir ja über die große Pipe, also über das Rohr. Dann kommst du auch weg. So, und dann heißt es jetzt, du kommst dann auch noch hier hin. So, gut. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt dann hier mein... Nein, ich mache das nicht hier hin, ich mache das hier hin. Ich möchte nämlich noch ein bisschen Platz haben. So, machen wir das. Dann einmal runter und rüber. Und das verbinden. So, jetzt hast du auch Wasser wieder intus. Das heißt, Wasser ist da. Dann drehe ich die Maschine, dann Shift, Steuerung, Shift, I. Wir möchten wieder Wasser da haben, da soll das rein. So, dann hast jetzt du nur noch Concrete Mod Water. Okay. Und dann heißt es jetzt für mich, du kommst dann dahin. Und ich mache hier sicherheitshalber ein T rein. Ich eine am T habe. Genau, so. Dann machst du dasselbe auch hier. Auch ein T rein.
So, das heißt jetzt, du bekommst auf jeden Fall schon mal das. Dann brauche ich jetzt hier auch noch mal bitte 5 T-Pipes. Und jetzt brauche ich davon gerade Pipes. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das nicht doch näher dran mache. Nee, weil dann kann ich mit dem Band das machen. Ich muss halt nur einmal irgendwann hier mal eine Lücke lassen, dass ich mit den Bändern rausgehen kann. Das muss ich halt immer wieder mal machen. Ist, glaube ich, billiger, wenn ich das mit Kupferkabeln mache, als mit denen da. Weil ich den ja noch nicht habe. So, dann machen wir mal. Ich wollte doch gerade. So, genau. Sehr schön. Das heißt, wir produzieren ja jetzt dann sozusagen jetzt Concentrated Mud Water. Und nochmal matt. Ich sag, das ist ja das, was ich jetzt gerade hier gemeint habe. Da brauche ich richtig Kupfer. Aber es geht nicht anders. Aber richtig Kupfer haben wir ja auch. Also lassen wir es mal schnell produzieren. Ich hoffe, dass gerade meine Denkansätze nicht gerade komplett konfus sind. Haben wir hier noch irgendwas in den Kisten drin, das ich noch verarbeiten muss? Ja, haben wir. Wenn ich noch was über habe, ist es... Kupfer. Und die Betonung liegt auf noch. So, ich habe leider. Ich habe gedacht, es waren. Ach, das sind 60 Stück. Ja, genau. Das heißt, wir könnten eigentlich als nächstes mal das Stahlwerkzeug dann in die Hand nehmen. Dann Zementproduktion. Das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Nitrogen eventuell auch. Dann das Melting. Ja. Genau. Cool wären aber die Strommasten. Da bin ich ja gerade dabei. Er fängt gerade das Produzieren erst an. Ich weiß auch noch nicht genau, wo ich die ganze Produktionssachen hinbaue. Weil ich hätte jetzt eigentlich vorgesehen, dass, wenn ich jetzt mal die Minimap aufmache, wir haben jetzt dann hier unseren Chemiebereich. Dann haben wir hier unseren Bereich für die Erzverarbeitung. Hätte ich gesagt, wir könnten drunter gehen. Gehen wir nach unten. Und machen unten die Produktionsschritte. Weil ich möchte ja irgendwann auch, dass sich die Labore nicht mehr wie so ein kleiner, ja. Drücke ich das jetzt nett aus? Ja, dass ich die ganze Zeit Drohne spiele. Muss nicht sein, ne? Dafür hat man ja diese Varianten. Und dadurch müssen wir jetzt ja auch unbedingt gucken, dass wir jetzt in die Pötte kommen, die ganzen Erze, die wo wir brauchen, herzustellen. Damit wir da weiterkommen. So, da kann ich jetzt heiße Pipes herstellen. Oh Gott, da ist jetzt richtig viel aufgeploppt. Und das würde mich eigentlich interessieren. Aber dafür brauche ich 120 Grüne. Ich kriege ja nicht mal die Roten gebacken. Dann will ich auch noch mit Grün rumspielen. Spinne ich? Ja. Nee, ich hätte jetzt gesagt. Dann haben wir hier Angels Bob Bioprocessing. Das müssten wir auch mal in Angriff nehmen. Dann die Assembler. Für die Elektromaschinen sind auf jeden Fall, soweit ich weiß, effizienter und schneller.
Die brauchen 30. Dann haben wir hier noch Nitrogenproduktion. Und Zement. Ja, was nimmt es der kleine Drake? Der nimmt das Stahlwerkzeug, was er als erstes gesagt hat. Dann lasse ich das produzieren. Und es ist momentan egal, dass das auch nicht weitergeht, weil wir müssen da unten weiterkommen. Das bleibt nichts anderes übrig. Lustig ist, es kann es total sein, dass ich jetzt gerade komplett auf dem Holzweg bin. Durch diese 1000 Washing Plants. So, was ich halt nicht vergessen darf, ich muss halt auch noch hier rein. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal nach oben. Beziehungsweise, nein, ich muss mir dann nochmal hier eine separate Linie legen. Okay, das heißt ja, wir brauchen ja dafür ein Chemical Plant. Das waren ja die hier. Genau. Ja, drück mal X. Wir gehen erstmal hier mit den Teilen weiter. Ach, stimmt jetzt. Ach so, ja, klar. Nee, es stimmt beides. Also der geht, der ist richtig und der ist um eins verschoben. Okay, dann hole ich mir mal schnell das Chemical Plant. Ja, mein Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt das dann dahin mache. Beziehungsweise, Moment, das kann ich mir ja schon mal schenken und das kann ich mir schenken. Das kann ich mir schenken und das gleich mit. Weil, ich kann natürlich auch ein wenig auf doof machen, aber ich kann ja die in der Mitte platzieren. Dann habe ich auch Platz, meine Chemical Plants dann reinzuknallen. So, jetzt tue ich mal sicherheitshalber einen Abstand lassen. Und wir wollen ja. Mineralisiertes Wasser stellen wir ja schon her. Wir wollen Slag Slurry haben. Das heißt, wir brauchen ja Sulfuric Acid. Das. Nein, ich möchte es die Herstellung. Slag Slurry, Sulfuric Acid, Purified Water, das im Chemical Plant. Das heißt, ja genau, wir brauchen jetzt erstmal eine Schwefelproduktion. Das heißt eigentlich, dass hier. Ja, brauche ich noch zusätzlich. Das heißt, ich bräuchte eigentlich. Jetzt ist gerade die Frage an mich selber. Ich brauche doch, glaube ich, nur einen. Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt da nur einen baue und ich brauche irgendwann zwei, dann ärgere ich mich, dass ich das nicht habe. Dann muss ich alles wieder verschieben. Aber dann ist es erstmal so. Okay, das heißt, du stellst jetzt bitte Schwefel her. Dann kann ich mir diesen Tank schenken und sparen. Aha. Geht natürlich nicht, weil ich natürlich es. Weg. Alles angucken, nicht wieder nur die Hälfte. Ich
brauche Schwefel, dafür brauche ich Hydrogensulfid. Das heißt, ich brauche Viscous Mud Water. Und das kriegen wir von da drüben. Nein, ich kriege sogar Hydrogensulfid Gas von da drüben. Ich kriege das schon. Alles klar. Also dann stelle ich dich jetzt dann doch wieder um. Und du machst mir dann doch mineralisiertes Wasser. Und ich stelle den Tank wieder falsch daneben. So, Schwachsinn, was mache ich denn? Das da brauche ich. Genau, so. Ich gehe dann aber davon aus, dass wenn ich jetzt dann hier rauskomme, dass ich gleich nach drüben gehe. Und das mit dem jetzt dann verbinde. Das heißt, du musst mal weg. Das heißt, dich verbinde ich jetzt hier. Baue hier ein T-Stück rein. Und habe jetzt dann sozusagen hier meine Verbindung von dem Purified Water, der nach oben geht. Perfekt. So, dann heißt es jetzt, mein Chemical Plant. Das war der da, ne? Genau. Bauen wir mal nochmal ein zweites. Und dich erweite ich jetzt nach oben. Dann brauche ich bitte nochmal ein bisschen Land. Dann wirst du die Nummer 3. Das heißt, da kommt wieder ein T-Stück hin. Da kommt das Wasser hin. Und dann brauche ich wieder davon 5 Stück, dass ich es auch gleich anschließe. So. Ich hoffe, dass die genügend produzieren für alles. Wie gesagt, Heavy Mud Water. Ich muss halt mir das noch überlegen. Vielleicht lasse ich alles hier entlang laufen. Und gehe dann halt immer so alle zwei rüber. Ne, weil ich ja den habe und den habe. Das heißt, der könnte ja den da rauspacken. Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich kann den rauspacken, den drauf und dann muss ich dann da gleich rüber. Ja. Ja, wenn wir schon gebacken kriegen oder nicht. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt Light Mud Water. Das nehmen wir jetzt dann auch hier hin. Gesagt. Lieber momentan erstmal auf die Seite packen, ob ich es brauche oder nicht brauche, das werden wir jetzt dann sehen. Das heißt, ich baue mir jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Stück davon. Und ich baue mir auf jeden Fall nochmal ein Chemiewerk. Und das Chemiewerk habe ich hier. So, dann heißt es ja, ich muss ja reinkommen. Dann stelle ich dich jetzt mal sicherheitshalber dahin und du sollst mir jetzt produzieren Schwefel. Ja? Verdammt, ich muss einen weiter nach oben.
muss hier hin, aber immer noch Schwefel produzieren. Das wird hier ein kleines Chaos werden. So, dann gehe ich nämlich hier nach unten. Komm hier nach oben. Leg hier ein T-Stück. Geh hier nach unten. Komm da nach oben. Beziehungsweise nein. Ich komme dann erst hier nach oben. Dann haben wir den nämlich schon verbunden. Und ich habe den falschen ausgewählt. Genau, ich brauche nämlich Schwefel. Ich brauche den da. So, Steuerung. Hahaha, genau. Das war jetzt wieder das Problem. Den kann ich nicht drehen. So, dann brauche ich jetzt wieder ein unterirdische Pipe. Ich sag eine unterirdische. Nicht eine Kurve. Ja, ich möchte eine Kurve nach unten. So, dann heißt es denn, kommst du dahin und kommst da raus. Und dann brauche ich jetzt doch die Kurve. Ja, und jetzt ist halt mein Problem, dass solange die nicht hier alle laufen, das halt nicht weitergeht. So, wir sind jetzt hier bei Light Mod Water. Das heißt, wir sind jetzt hier bei Thin. Ohne Thin und Verstand. So. Dann möchten wir das da den Input drehen. Dann möchten wir da das T hin wieder hin machen. Schön, dass mir immer genau dann eins fehlt. So, mach mir gleich mal 10. Dann gib mir bitte mehr Strommasten. So, jetzt kriege ich hier Thin Mud Water raus. So. Das heißt, du bist jetzt die komplette Produktionslinie. Dann brauche ich jetzt als letztes dann dieses Washing Plant im Weg stehen und du machst jetzt mir das da. Dann brauche ich jetzt nochmal das Land. Dann müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Hoffe ich. Das Lustige ist, ich habe noch keine Ahnung, ob ich das Zeug überhaupt brauche. Aber es ist ja so, ich muss ja nur das Zeug vernichten. Das heißt, ich muss das Heavy Mud, das wo gleich weiterverarbeitet wird. Genau, also das Heavy Mud geht gleich hin. Das heißt, das hier muss ich vernichten. Also ist und da haben wir die Maschine dafür. Wir müssen jetzt nur nach oben gehen und das dann machen. Falls wir es nicht brauchen. So, dann müssen wir wieder Shift I. So, und jetzt habe ich Saline Water. Und ich Saline Water, glaube ich, brauche ich auch für irgendwas. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier mit dabei ist. Schauen wir mal mein U. War hier noch Saline Water mit dabei? Nein, mir Purified. Nein, mir Purified. Da stelle ich ja
Hierher. Genau. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die komplette Anschluss hier mit dem. Habe ich den vielleicht schon einstecken? Oder habe ich die Kiste verloren? Bam, 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 bam. Ach, da oben. In dieser Kiste liegt nämlich noch ein Hydroplant unten. Und so ein Blattmachteil. Und dieses Blattmachteil brauche ich jetzt. Also sozusagen, das ist jetzt die Variante. Dass ich das Zeug zum Laufen kriege. Okay, dann kommst du jetzt dann hier hin und gehst dann da rein. So, der zerstört jetzt sozusagen das konzentrierte Mud Water und dann produziert er mir jetzt durchgehend das da und das da muss ich ja noch rauskriegen. Also ich den Mud und den kann man ja dann später weiter verarbeiten. So, dann haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit. Geht nicht anders. So, das heißt jetzt, ich brauche bitte 5 davon, 5 davon. So, und die gehen jetzt dahin. Und du kommst dann dahin. Machen wir jetzt das hier so und dann gehen wir nach unten und verbinden das Ganze. So, und ab jetzt haben wir eine Herstellung von Schwefel. Und das ist schon mal klasse. Kann es natürlich nur sein, dass ich viel zu wenig Schwefel herstelle. Wie viel brauche ich? Ich brauche nämlich 60 Stück. Heißt, gibt's da eigentlich nochmal Herstellung? Slag Slurry, Sulfurdioxid, Schwefel und Oxygengas. Gibt's da eigentlich noch eine bessere Methode? Kann mit Sulfuric Wastewater Schwefel, mineralisiertes Wasser und Purified Water herstellen. Na gut, dass ich das vorher angeguckt habe. Also es kann sein, dass ich dann beide Wege aufbaue. Und ab jetzt habe ich die Forschung noch nicht. Das heißt mit Water Treatment und Sulfuric Wastewater. War aber hier nicht dabei, ne? Nein. Wie komme ich dann bitte an das ran? Aha, okay, wenn ich Blei herstelle, kriege ich auch Sulfurdioxidgas raus. Das heißt, wir haben eine Zwei-Wege-Leitung, was wir dann brauchen. Schwefel wollten wir anders noch herstellen. Genau, das war jetzt der zweite Weg. Wie komme ich da? Okay. Nee, das ist das Beiprodukt. Also das heißt, ich muss da... Ich habe da einen Dreierkreislauf. Oh Gott. Freue mich jetzt schon. Wie Bolle. Was haben wir jetzt dann? Ne, wir haben jetzt dann hier. Genau, wir bekommen Schwefel raus.
Und bevor ich mir jetzt da so richtig in den Kopf zermarter und gerade komplett die Uhr aus dem Auge verloren habe, kann ich nur sagen, ich verweise auf die nächste Folge, dann machen wir da ein wenig weiter und versuchen da uns schlau zu machen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei weiteren Videos anzugucken und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.